Hallo und willkommen zu Minecraft. Was machen wir heute eigentlich? Mine. Mine, weitermachen, okay. Ja. Also die Mine und halt das Häusle von der Mine. Können wir ja machen. Was du machen? Ich mach was anderes. Was willst denn du machen? Das sag ich doch nicht. Ich geh erstmal was futtern. Ja, schön. Ich setz das Tor hin. Ihr lauft durch, das Tor ist weg. Das Tor ist noch Bei mir da war bei es mir nie gewesen. da. Lol, jetzt ist sie wieder da. Keine Ahnung, Serverlag. Ja, macht ruhig euer Zeug und ich würde gerne hier mal im Internet was gucken nebenbei, aber es funktioniert nicht. Das ist dann gut, wenn das Internet nicht funktioniert. Jetzt funktioniert's. Ach man, ich muss mal bei Nur Schwert brauche ich wieder. Ja, kannst du mir jetzt machen. mitcraften? Stein oder Eisen, was wollt ihr haben? Eisen, wir haben genug Eisen. Ist da keins mehr in der Truhe davon? Wir sehen nicht. Nee, da ist tatsächlich. Naja, ein gebrauchtes, fast kaputtes Schwert. Das ist jetzt nicht unbedingt das Wahre in Aber wer braucht jetzt das ist das aber... Schwert? Ja, ich. Ich habe Okay. jetzt noch mal Zeug. Bist du Carsten? Hast du es mir schon gegeben? Nee. Nee, ich hab's aber schon gemacht. Wow, ich komme nicht durch die Tür. Ja, jetzt. Ja, Carsten, wir brauchen ein bisschen viel Eisen. Ach, Haben genug. Muss ich erinnert mich gerade, verschwenden. ich hab's im Inventar noch 21 Blöcke, die tue ich mal rein. Weil ich muss was vorbereiten. Ach, wir haben mal ein lustiges Thema heute ausgesucht, nämlich Grafikgeilheit halt an sich. Dass halt viele Spielspaß nach der Grafik bewerten und ja, was soll man dazu sagen? Also, ziemlich viele sind der Meinung mit ganz einfach Bullshit. Was sagt ihr? Also, ich Ach bin ja auf so. Grafikfanat, aber ich gehe nicht nur nach Grafik. Spiele von 1900 schlag mich tot noch. Ja. Oh ja, Colin McRae. Ja. Wie heißt Rally das? 2. Genau, richtig. Da Stein ist Sports Car anscheinend. GT. Oh Mann. Oder auch Diablo 2 sind ein paar sehr gute alte Spiele. Wow, das ist ja richtig hier horrormäßig. Oder was gab's denn noch? Diablo 2, Age of Empires 2 war ja richtig geil, der 3 war ja lame. Ja, Empire Ja. Earth. Oh Wir haben ja, übrigens das. ein Aber nur der Problem. Einser. Ja, was ist? Passt, wir müssen dann mal. Ich weiß nicht, ob du es gelesen hast. Im Scheiße Chat. bauen? Ja. Und dazu müssen wir in einen neu generierten Chunk dann irgendwann mal. Aber wir machen erstmal Mine, denke ich, oder? Ja. Skelett! Ja, also es gibt durchaus schöne alte Spiele. Und es Okay, gibt noch da. neue Spiele, sie Game Dev Tycoon, KS super Grafik, aber Es macht mehr Spaß. Spielspaß wie manche anderen Spiele, die wo zig 100 Millionen gekostet haben. Ja, das Richtig. stimmt Gut, natürlich. übertrieben gesagt jetzt habe Ja, ich. übertrieben, aber es stimmt. Ja, und Spielspaß kann man halt einfach nicht nach, sagen wir mal, Grafik bewerten, weil der Stein des Anstoßes für mich war in der Diskussion aus dem Forum, hat jemand gesagt, die Wii kann nix, die PlayStation 4 hat tausendmal bessere Grafik, da machen die Spiele mehr Spaß. Wo ich mir einfach nur überlegt hätte, what the fuck? Das ist doch kein Kriterium. Und naja, Doch, hörst du Graf, doch. ja, für manche. Aber ich kann, es kann ja gern mal ein Publisher, ein Spiel mit super mega geiler Grafik machen und null Gameplay von mir aus. Das wird in der Luft zerrissen. Das wird nicht das beste Game aller Zeiten, weil es eine geile Grafik hat. Das wird das beschissenste Game aller Zeiten, weil es sonst nichts hat. Ja. Aber hey. Es ist 3, das ist irgendwie scheiße. Ja, als Beispiel. Ja, super Grafik, aber das Spiel an sich ist irgendwie. Weiß nicht. Meh. Naja. Oder? Es ist Meh. jetzt nicht so der Burner. Sehe ich Wenn auch man es mit so. einem Einser vergleicht, schmeißt es in die Tonne. Ja. Doch, in der Tat. Na gut, Kann man durchaus so sagen. ich habe ja da eh nur den 1 und 2er gespielt und
War gut so. Der Zweier hat schon stark abgenommen. Ja, das habe ich ja gesehen. Die haben zwar in einigen Bereichen zugenommen, aber dafür in zu vielen Bereichen abgenommen. Was ich jetzt. Ah, da ist das Schwert. Was ich wieder gespielt habe, ist zum Beispiel, also entweder Game Tycoon. Mal. Oder. Need for Speed Underground 2 ist jetzt auch nicht das neueste. Gut, das ist jetzt nicht so alt, aber. Naja, ein paar Jahre hat schon. Ein paar Jahre trotzdem. Aber es hat auch Spaß gemacht. Ja, es macht doch jetzt noch Spaß. Es war Jahrzehnte, was das Ding schon hat. Weil es vieles hat, was die ganzen neuen nicht mehr hatten. Da hatte man noch eine richtig schöne Open World. Eine richtig schöne verkackte Drecks-Open World. Nicht Da konntest du auch verkackte noch richtig tunen und nicht Drecks-Open. Oh ja. total eingeschränkt. Nicht nur, ja, hier Leistungsupgrade komplett, also Motor und alles sofort gleich dabei, sondern richtig, man konnte noch einstellen, hier, das will ich, das will ich, das will ich. Und dann von, gut, das hat man jetzt nicht unbedingt gebraucht, Das aber von Aussehen im dem Auto. Hersteller in Carbon, das war eigentlich schon scheiße, aber da konnte man die Bodykits noch richtig anpassen. Echt? Ich dachte, da war Ja. schon wenigmäßig so, jo, hier, du hast ein Kit und fertig. Da konnte man schauen, wie tief zum Beispiel, er gibt ja dieses, was man so sagt, so eine Stoßstange, die hat so eine Spinne! Art Maul. Oder wo das Gitter drin ist für den Kühler, also für Luftzug und so, ne? Verdammt, das ist Ja, echt. Carsten, verbessert mich, wenn ich falsch bin. Auf jeden Fall. Und da konnte man einstellen, wie tief zum Beispiel das Ganze reingeht, dieses Maul, in Anführungsstrichen, bei dieser Stoßstange. Ich habe ein Was Problem, machst ich bin du? tot. Ja, Was hättest du machst du vielleicht denn? davor mal was sagen müssen. Ja. Was machst du denn? Wo Dann warst du gingen mir die denn? Werkzeuge aus, verdammt. Ich war Ich in der frag gern Mine. nochmal. Was machst du denn? Wo bist du denn in der Mine? Okay. Carsten, machst du das? Weil ich baue meine Bahn weiter. Ich habe gesehen, ich habe Gold. Oh, das ist cool. Ich warte Gold war jetzt in hier. meiner Kiste. Ist doch nice. Ich habe auch ein paar Schienen geklaut. Ja, die Schienen, die Standards sind nicht so wichtig für mich. Ja. Aber ich wollte immer gucken. So, jetzt bin ich wieder da. Also, Blickfeld hat sich geklärt. Oh. Jetzt weiß ich, was hier gefehlt hat. So, ich merke schon wieder, es war eine scheiß Idee, ohne Rüstung in die Mine zu gehen. Das hätte ich dir auch vorsagen können. Ja. Ja. So dumm ist eigentlich einer, um das zu machen. Ich bin so dumm und ich habe zu oft Glück gehabt, anstatt dass ich auf euch hören würde. Ui, wo, ich bin ein bisschen tiefer gelegt in meinem Minecart jetzt. Naja, ist egal. Das ist nicht so viel. Naja, jedenfalls Need for Speed Underground, das war eine super Reihe, die aber irgendwie zu wenig Feedback bekommen hat von EA. Also die haben ja alles, was so schön die Reihe ausgemacht hat, in meinen Augen mit den nachfolgenden Titeln immer weiter rausgenommen. Ja. Es ist. Da ist Crying Müssen. Creeper explodiert. Ja, da war bei mir nichts passiert. Jedenfalls mir. Also es ist, weiß nicht, also dieses Open World ist für mich und war für mich auch schon immer übelst wichtig. Gut, Open World haben sie glaube ich teilweise auch noch, oder? Ich weiß gar nicht. Ich bin jetzt von Need for Speed eher weggegangen. Bei neueren, was scheiße sein. Ja, also ich kenne nur bis Carbon und Undercover. Undercover, aber danach ist Feierabend, mehr kenne ich nicht. Na, Undercover, das habe ich doch bei DSP noch mitbekommen. Das hast du dir doch geholt. Ja, aber für Ja, Wii. das war für die. Wii. Was für Für die die Wii? Wii. Ja. Das weiß ich, das war für die Wii. Weil das haben wir, da hast du damals noch Bilder geschickt für die längste Verfolgungsjagd. Erinnere ich mich Ja. noch dran. Ich Das weiß war nicht. Open World aber noch. Ah Ja. ja. Ich weiß nicht, Obwohl wo ich mein sagen Zeug muss, war. das war auch nicht mehr mit Underground 2 so zu vergleichen. Oder Most Wanted war noch nicht schlecht. Das Ich alte, weiß nur. muss man zu sagen. Oh, schon wieder ein Creeper. Ignoriert ihn. Ach, er explodiert nicht. Auch gut. Macht die Falltür auf und sie macht keine Animation, doch jetzt. Auch gut. Auch nicht It's schlecht. laggy. Wow! Ich wusste, Sag wo mal. bist du denn? Mine wieder. Aber auf jeden Fall, die Bahn funktioniert jetzt komplett. Also So, es er hat ist nur noch weg. ein Zeug gefehlt. Ja, wo in der Mine genau? Also das wird schon schwieriger zu beschreiben. Ja, dann versuch's. Da ist Stein um mir rum.
Wow. Hab ich auch, das Phänomen. Ja, kenn ich auch. Ich bin auch in der Mine, aber... Wissen wir, wie man zurückkommt. Also... So, nee, ich komm gleich wieder hoch. Mit Zeug kann ich wahrscheinlich vergessen. Aber dafür bringe ich 4 Eisenerz mit. Ist das ein Deal? Nein. 4? Das mehr? Ist gar nichts. Ich hab sie gerade gefunden, verdammt. Ich habe jetzt Treppen runtergebaut. Completely Treppen runter und so. Und ich baue das Ganze noch ein bisschen weiter aus. Nee, aber was Grafikgeilheit angeht, also... ich spiele sehr gern noch ein bisschen ältere Spiele, wirklich. Ja. Ich glaube jetzt auch nicht dran, dass... wie soll ich sagen? Dass jetzt alle davon betroffen sind. Ich denke mal, das ist mehr ein Problem der jüngeren Generation, die vielleicht die Klasse der alten Spiele hier noch nicht kennengelernt hat. Also dass also, zum Beispiel ein Diablo 2 cooler sein kann als ein Diablo 3. Es hat mehr Kult, den Kultfaktor, ganz klar. Aber nee. Was das angeht... Aber ich habe mein Zeug doch noch. Yeah. Was das angeht... jetzt wollte ich irgendwas sagen und hab's vergessen. Das ist blöd. Aber es passiert. Ein Game Dev Tycoon wird das auch ganz gut umgesetzt. Trotzdem. What the fuck? Was ist das für ein Skelett? Keine Ahnung. Wir sehen, Skelett, ihn Skelett. Skelett. Es hat dich getötet. Es hat einen magischen Bogen. Tötet es. Ja, ich weiß doch nicht mal, wo du bist. Okay, ich führe euch hin. Ah. Ich bin gerade, was weiß ich, wo ich weiß nicht mal, wo ich bin. Moment, ja, ich komme sofort. Ich hasse das Spiel manchmal bei mir. Ich hasse es. Ich tu nur kurz Schienen und alles wieder weg. Ja, bei mir dauert es jetzt wieder mal, bis sich das Bild oder halt der Server irgendwie synchronisiert hat mit meiner Position. Keine Ahnung, was rum. Ich schieb's einfach mal drauf, dass es an Internetprovider, dass der mir so langsam Leitung gibt. Das ist immer die Allzwecklösung. Ja, bei dir schon. Ja. Ja. Ja, nur wie gesagt, ich glaube, das ist eher das Problem der jüngeren Generation. Jetzt weiß ich wieder, was ich sagen wollte. In Game Dev Tycoon wird das auch sehr gut gemacht. Man kriegt da ja, wow, riesen Spoiler, man macht Interviews in Anführungsstrichen. Und diese Interviews, da kommt dann danach der Bericht und da wird dann teilweise gefragt, so nach dem Motto, ja, auf was legen Sie Wert? Bla bla bla, hier mehr Story und Quests oder mehr, meinetwegen Grafik. Und dann wird das teilweise da auch so, wie sagt man, propagiert oder so, halt, dann legen die am nächsten Jahresding, oder man spielt ja da, wie gesagt, mehrere Jahre, da legen die dann fest, dass knallhart Grafik auch besser ist. Also wichtiger als Story und Quests zum Beispiel. Wenn du jetzt, also beim jeweils entsprechenden Spiel, muss man ja sagen, ganz klar. Ja, also nicht überall. Wenn man zum Beispiel ankommt mit Fantasy Game und ach, Quests sind unwichtig, Grafik ist wichtig. Ich glaube, da könnten zehntausende Leute, wenn jetzt, ach, was heißt die zehntausende? Millionen Leute was anderes erzählen. Weil Final Fantasy 7 ist ja nicht das awesome geilste Game, weil es so eine geile Grafik hatte. Ja, das ist halt, aber es ist halt auch, wie gesagt, weshalb ich das ja sage, ist, weil das auch so von den Spielen, ach so, Dirk, du wolltest mir das zeigen. Übrigens. Ja, ich hab gegen eine Spinne gekämpft gerade. Ja, wo bist du? Der ist irgendwie weg. Kurzen Augenblick, wo bist du? Eingang von der Mine? Minendurchgang, also vom Haus und Ding. Ja, du bist. Ich komme zum Minenhaus in dem Sinne. Hm? Ja, was wollte ich denn jetzt sagen? Weiß ich nicht. Auf jeden Fall. Der Ort, wo das Skelett ist, wo ich gesagt habe, mir ist Rüstung, das Skelett ist irgendwie weg. Und das wollte ich dir zeigen. Trotzdem, ich sehe ich nicht. So, gehen wir mal hoch. Hüpf, für die Hüpf. Hä? Du sagst, du bist irgendwo beim Haus von der Mine. Nee, ich gehe. Ich gehe dahin. Nicht ich bin. Ja, okay. Wenn ich mich zurechtfinde hier wieder. Nee, das ist falsche Richtung. Oh,
viel wieder mal. Okay. Ja, ich weiß auf jeden Fall auch nicht mehr ganz genau, was ich sagen wollte. Auf jeden Fall. Game Dev Tycoon ist ja so eine Art trotzdem Simulation, kann man ja trotzdem sagen. Was heißt so eine Art? Es ist eine Simulation. Ja, eigentlich schon. Und ist eigentlich so gesehen. Ja. Ist ein nettes kleines Simulationsspiel. Fertig. Ja. Das ist meine Meinung jetzt zum Beispiel. Alles hat halt seine Problemchen ein bisschen. Da gehe ich jetzt nicht mehr drauf ein, aber es ist halt okay. Es ist ausbaufähig und ab okay. Man muss für halt den so Brat, wo das gekostet hat, kann man sich nicht beschweren. Ja, man Nein. muss halt so sehen, dass. Ich habe schon wieder vergessen. Das ist, ja das ist halt. Es ist nicht aufwendig von der Grafik auch und so. Es ist einfach. Minimalistisch gehalten, fertig, okay. Also man hat aus dem Minimalismus, was man hier gesetzt hat, das meiste rausgeholt. Das beweist halt auch, wie das Grafik eben nicht so wichtig ist, sondern eher das Drumherum auch eine entscheidende Rolle spielt. Weißt du? Genau, danke Skelett fürs Weiterschießen. Ich glaube, wir lassen das mit uns finden gegenseitig so. Ja, ich glaube das auch nicht, dass das jetzt hier. Ach, jetzt habe ich die Treppe. Bin ich irgendwo rausgekommen, die ist hier die Treppe. Wuhu! So, jetzt bin ich im Haus. Einwandfrei. Ja, aber. Okay, das war eine scheiß Idee. Simpel und fertig. Ich dachte, da wäre Glas gewesen. Hä? Im Haus, in der Mitte, gibt es hier so einen Bereich und ich dachte, da wäre Glas gewesen und bin dort durchgefallen. Nein, das ist Carstens Redstone-Zeug. Ach so. Wo Carsten. Er seinen kleinen, erstens bescheidenen. Redstone-Versuch. Ja. Nee, dein Bereich halt. Hm. Wo du dir gönnen durftest oder wo ich dir gegönnt habe oder wie auch immer. Willst du aber was ja, wo machen? Nee, ich mach nur die Wand hier kaputt. Kaputt. Nee, soweit wie das Holzzeug geht, mache ich auch Holzzeug. Achso. So als Wand, dachte ich so. Weiter hier, ich geb dir mal was. Wenn's das passende Holz ist halt. Hey, ich hab's gerade aufgesammelt. Ach, das ist da runtergeflogen. Ist das jetzt ganz runtergeflogen? Echt jetzt? Nee. Ich hätte jetzt so gelacht. Wie hast du mir gegeben? Ich hatte sechs davor. Stück nur. Ach so, na gut, dann. Ich dachte, es war viel mehr. Nee. Ja, das war das Passende, aber auf jeden Fall. Gut, dann hab ich mir nichts. Ich komm sofort. Komm sofort, denke ich mal. Ja. Ja, ich bastel das hier nur noch um. Ne, ich schau jetzt eh noch in der Mine jetzt rum und schau mal, ob ich noch irgendwas bin. Aber du bist in der Mine? Echt? Ja, jetzt gerade rein. Ey, wo ist denn der Ausgang? Ja, hier hoch. Da? Nee. Geht auf jeden Fall irgendeine Wendeltreppe dann rauf. Ja, irgendeine Wendeltreppe ist gut, der richtige Richtung. Ja. Ah. Ey, weil ich hatte 55 Eisen, wie 1 Tick Redstone, 3 Gold und 4 Diamanten dabei und hab nicht mal rausgefunden. Okay, echt? Das ist scheiße. Das ist richtig scheiße. Das ist richtig, richtig kacke. Aber ich bin ja wieder oben. Irgendwie. Ja, zack. Irgendwie. So. Ja, dann müssen wir in die Hölle und da wegen mehr Glowstone holen. Richtig. Ich brauche davon jetzt Unmengen. Schleimball. Das ist alles fertig soweit. Das habe ich ausgebessert. Hier fehlt noch was. Zack. Ich hoffe, hier war kein Gang. Komm, zack, zack. Ja, ansonsten. Ja, wir kommen schon wieder nicht mehr weiter mit unserem Thema auf jeden Fall. Für uns, also nicht nur Carsten und ich, auch du, Dirk, wir spielen gerne diese älteren Spiele teilweise. Ja, also sowas wie Diablo 2, ich wünsche mir da seit längerem einfach mal ein Spiel, das mich so fesselt wie so ein Hack'n'Slay wie Diablo halt. Gibt's. Ja, weißt du, Probleme haben. Ja, das ist das schlechte Alternativen für mich einfach. Das Dreier ist kacke. Hört mir nicht so. Ne, ich hab's jetzt auch mal ein bisschen länger gespielt, das Dreier, und es erreicht für mich niemals die Klasse vom Zweier. In keinster Weise. Erst 2 war auch Kult. Ach, scheiße. Tja, naja.
Ich hab hier Redstone und Diamanten, aber keinen Eisenhacke. Gib mal die Koordinaten durch. Ich bin mal einfach jetzt so ganz gemein und Okay. führe eine Neuerung ein. Ich verlasse euch jetzt und gehe jetzt einfach. Ihr könnt Alleinunterhalter spielen. Wir können Alleinunterhalter spielen. Endlich ist er weg. Ja. Du bist gut, weißt du, Carsten. Ja. Kommst du dann wenigstens vorbei? Wo bist du? Schreib mal Hier. in den Chat. Geilste Wegbeschreibung hier. Dann hast du Pech gehabt, den muss ich ja nicht holen, jetzt Zeug. Gut, Nee. so. Ja, ne, wir haben es verstanden, Vielleicht du. schaffe ich es nochmal pünktlich vorbeizuschauen. Hahaha, wahrscheinlich nicht. Ja, mal Du hast aber schauen. schöne Koordinaten, muss ich sagen. Ja, hier, ich habe die Verbesserung gegeben. Muss Das Ganze ich mal echt Pfeile sagen. drin haben. Echt top. Naja, ich verziehe mich jetzt. Ihr Jo. könnt, wie gesagt, euren Scheiß alleine machen. Jo. Ja. Und da sagt nicht mal jemand was dazu. Doch, ja, haben Seid wir doch ihr gesagt. freundlich? Mach doch einen Scheiß. Bis, ey. Tschüss. Bloß nie wieder blicken. Oh, das wird jetzt Bei einer interessant. Reihe von wegen, da sagt niemand was dazu. Kack Windows hat sich gemutet. Ja, wir haben dich ein bisschen beleidigt. Wie? Was haben wir? Ja, ich höre es ja und sehe es ja dann eh nochmal. Oh ja, da hast du jetzt was Gutes eingehandelt, Carsten. So. Wer wusste sowieso eigentlich? Er hat's 100 gehört. So, tschüss. Ich verziehe mich jetzt. Tschüss. Keine Ach, Lust der mehr ist auf wieder ins euch. Spiel Ihr reingekommen? beleidigt mich hier alle. Das stimmt doch nicht. Ja, Das Baby genau. beleidigt dich nur. Ich mach das anders. Du, ja. Denkst dir deinen Teil. Ja, ich denke mir meinen Du. Teil. Piep. Ach komm, bin ich jetzt größeres Ja, Arschloch wie viel Speedy, weil Spaß ich noch. dich nicht Tschüss. beleidige? Hallo? Ist mir jetzt egal. Mach, was du willst. Ich mache eh schon, was ich Ich will. gehe jetzt. Ich werde dir die Welt Wir erobern. sehen uns ungefähr in einer halben, dreiviertel Stunde bei, ne? Ne? Weiß schon. Ja. Echt? Nö, er weiß nichts. Auf jeden Fall redet doch mal über. Warte mal, den Teil habe ich doch auch hier. Irgendein Monkey Island Teil, Dirk, du bist doch da hier Fan von. Ja, ich bin Fan davon, aber ich kenne mich da in der Welt nicht so wirklich aus. Redet drüber. Nein, nur Doch. über meine Leiche. Ja, tschüss. Ah, ich komm Tschüss. schon vorbei, ich sehe dich, dein Name zumindest schau, ich bin noch meilenweit entfernt, aber. Player left. Einen kannst du dich gerne Oh umbringen. gut, er ist endlich weg. Ich habe das Player Left Signal gehört. Wo er selber gesagt hat. Ey, es dauert bei mir noch kurz, ich hab Gold gefunden. Oh Gott, Gold ist wichtiger als ich. Ja? Bist so ein Arschloch, ey. Wieso Eigentlich konnte er irgendwas nicht nicht da wichtiger? bleiben? Da merke ich Was schon, war's was denn für nicht Arsch. das? Ja, solche Oh, kacke, hier Freunde, ist noch ey. Kohle, aber. Und Och nochmal Gott. Gold. Och Gott, nein. Kerl. Keine Angst, ich hol das dich auf.